Markus, ich habe heute ganz viele Word-Dokumente auf und ich suche diesen Gute-Nacht-Schalter, wo ich alle Dokumente auf einmal schließen kann. Gibt es sowas? Die Funktion kannst du dir mit wenig Aufwand in die Symbolleiste für einen Schnellzugriff hinzufügen, und zwar nicht nur in Word, sondern auch in Excel und in PowerPoint. Ich zeige dir das Ganze am Beispiel von Word. Wenn wir da auf die Registerkarte Ansicht gehen und dann Fenster wechseln, dann sehen wir, dass momentan vier Dokumente auf sind. Und die jetzt alles schließen, würde bedeuten, du klickst viermal da oben aufs Kreuzchen. Wenn du natürlich gerade irgendwie so am Stapel verarbeiten bist, kann das auch mal 50 Mal aufs Kreuzchen klicken sein. Das nervt. Was machst du? Du klickst auf Datei, dann gehst du ganz unten auf die Optionen. Das Dialogfeld öffnet sich und du wählst links Symbolleiste für den Schnellzugriff. Jetzt geht es weiter bei Befehle auswählen, indem du hier alle Befehle auswählst, weil sonst die Liste nicht vollständig ist. Und da suchen wir nach dem Eintrag alle schließen. Das heißt, einfach irgendwo reinklicken, die A-Taste drücken, dass er zum ersten Eintrag mit dem A geht, dann ein bisschen nach unten blättern, bis wir den Eintrag alle schließen sehen. Und sobald der Eintrag alle schließen erscheint, ihn anklicken, in der Mitte auf Hinzufügen gehen und dann mit OK bestätigen. Und ab sofort gibt es da oben eine Schaltfläche. Und wenn ich da draufklicke, dann macht er tatsächlich nacheinander alle Dokumente zu. Wurde an einem Dokument was geändert, dann kommt natürlich die übliche Meldung, ob ich es speichern möchte oder nicht. In dem Fall würde ich sagen, auf Speichern klicken. Dann speichert das Dokument und macht zack, zack, zack alle Dokumente zu. Das Schöne ist, wie gesagt, es funktioniert absolut gleich auch in Excel und in PowerPoint.